Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema Prostitution hatte Ende des letzten Jahres hohe Wellen geschlagen. Ich erinnere kurz dran, Ali Schwarzer forderte ein Prostitutionsverbot, um ihr neues Buch zu promoten. Dann gab es eine heiße Diskussion. Verschiedene Politiker wollten auf den Zug aufspringen und ihr Foto in der Zeitung sehen. So auch ein Berliner Innensenator Henkel. Populistisch forderte er die Einführung einer Sperrzone rund um die Kürfistenstraße, ohne das Problem ausreichend zu kennen, ohne mit den Beteiligten gesprochen zu haben. Dabei verstieß er nebenbei gesagt auch gegen EU-Richtlinien und ignorierte bestehende Berliner Gesetze. Eine wirkliche Glanzleistung, Herr Innensenator, muss man sagen. Wir haben daraufhin eine Anhörung mit Expertinnen und Sexarbeiterinnen initiiert, denn wer über etwas redet, sollte sich zumindest mit dem Thema auskennen. Vor allem sollte er auch die Menschen anhören, die es betrifft. Wir als Linksfraktion haben einen Antrag eingebracht, der fordert, ein Handlungskonzept zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Prostitutionsgesetzes zu erarbeiten sowie landesrechtliche Anpassungen vorzulegen. Zunächst soll eine Expertengruppe eine Analyse der aktuellen Situation in Berlin erstellen und die Arbeit eines runden Tisches zur Prostitution vorbereiten. Daran anschließend sollen Empfehlungen zur Umsetzung einzelner Maßnahmen und Initiativen erarbeitet werden. Mit diesem Antrag wollen wir die überfällige Umsetzung des 2002 beschlossenen Prostitutionsgesetzes vorantreiben. Denn gerne wird hier und da mal behauptet, das Gesetz sei gescheitert. Dabei wurden in vielen Bundesländern die rechtliche Verordnung gar nicht an das Gesetz angepasst. Es besteht also jede Menge Handlungsbedarf, meine Damen und Herren. Nun zeigt der Beschluss des Bundesrates vom 11. April 2014 zu Maßnahmen zur Regulierung von Prostitution und Prostitutionsstätten, wo gehandelt werden muss. Darin heißt es, dass die öffentliche und mediale Debatte durch Vorurteile, fehlendes Wissen und Skandalisierung geprägt ist. Der Bundesrat spricht sich für eine sachliche und differenzierte Maßnahme aus und wendet sich vor allem gegen die pauschale Gleichsetzung von Prostitution und Menschenhandel. Der Beschluss wendet sich also genau gegen das, was Herr Henkel und die CDU immer wieder tut. Wir wollen eine sachliche Debatte, und da brauchen wir das Wissen über die aktuelle Situation in Berlin. Deswegen unser Antrag, meine Damen und Herren. Aber die Regierung behauptet, es gebe keinen Handlungsbedarf. Eben dem widerspricht der aktuelle Beschluss des Bundesrates. Und darüber hinaus war doch gerade die CDU der Meinung, dass es unbedingt Handlungsbedarf gibt. Meine Damen und Herren, diese Regierung stellt sich ein weiteres Armutszeugnis aus, und sie macht eine Frauenpolitik, die keine mehr ist. Denn während die CDU immerhin lautstark schreit, schweigt die SPD. Und die hat auch das Frauenressort nebenbei gesagt. Die Frauensenatorin Kolatz sitzt noch nicht mal hier, macht lediglich medienwirksame Ankündigungen, aber am Ende ist nur alles heiße Luft. Wir erleben die schlechteste Frauenpolitik. Wir erleben die schlechteste Frauenpolitik der letzten 10 Jahre, meine Damen und Herren.